Die elektronische Schülerzeitung. Ja, ich sitze hier neben Martin Sonneborn von der Partei, die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Das ist mir eine große Ehre. Darf ich Sie fragen, was so aktuell Ihre wichtigsten Ziele sind in der Partei? Vielen Dank, dass Sie auch den Namen mal ganz ausgesprochen haben. Ich freue mich, wenn so viel Zeit ist. Ich hätte ihn selber gar nicht auf die Reihe gebracht, glaube ich, weil es so lang und kompliziert ist. Wir beginnen morgen unseren Wahlkampf in Berlin. Wir veranstalten ja eine Bundestagswahl am 25. September, die wir gerne gewinnen wollen. Und deswegen haben wir einen Spitzenkandidaten namens Serdar Somuncu, den wir morgen den Berlinern, zumindest den Kreuzbergern und Friedrichshainer, präsentieren werden. Und was tun Sie, wenn das gelingt? Mit welcher Partei würden Sie denn am ehesten koalieren, wenn Ihr Wahlkampf erfolgreich ist? Vielen Dank für diese Frage. Es gibt eine Standardfloskel, mit der ich die gerne beantworte. Wir nehmen jeden, der sich als Steigbügelhalter andient, außer der FDP, weil wir nicht mit Spaßparteien zusammengehen. Ah ja, genau, das ist mir bewusst. Ja. Dann würde ich Sie jetzt nochmal bezüglich des Wahlkampfes zu ein paar brisanten, gesellschaftlich relevanten Themen befragen. Ich werfe einfach ein Stichwort ein und Sie sagen, was Sie davon halten. Ist das in Ordnung für Sie? War das die erste Frage? Ja, da ich das Mikrofon an Sie gerichtet habe, ist davon auszugehen. Okay, was halten Sie von Anglizismen? Finde ich cool. Wie kommt's? Wieso nicht? Ich habe einfach versucht, mit einem Anglizismus zu antworten. Ja, das habe ich schon gehört, deshalb frage ich nochmal nach. Ich glaube, dass ein Gefühl nicht näher begründet werden kann oder sollte. Was ist das für ein Sender überhaupt, Alex? Wieso fragen Sie zurück? Das macht man eigentlich als professioneller Interviewpartner nicht. Ich bin ja kein professioneller Interviewpartner. Gut, aber es fällt mir gerade auf, dass das sehr ungewöhnliche Nachfragen sind. Sind Sie im Internet verfügbar? Auf jeden Fall. Was halten Sie von Männer-BHs? Da ist ja viel Platz. Männer-BHs, ich weiß es nicht, wenn es den Trägern Befriedigung verschafft, können sie das gerne tragen. Ich habe selbst einige Kollegen im Europaparlament, dicke alte weiße Männer, die ich da ärgere zum Teil. Und ja, die können sowas möglicherweise auch drunter haben. Wenn ich demnächst Elmar Brocken, 170 Kilogramm, konzentrierte CDU, durchs Parlament gehen sehe, werde ich ihn mal fragen, ob er welche trägt. Okay, ja, finde ich eine gute Idee. Finde ich, sollte auch auf jeden Fall verstärkt durchgesetzt werden. Noch eine ganz andere. Warum? Weil ich finde, es ist durchaus ästhetisch und ich meine, Frauen tragen BHs, man sieht, warum es nötig ist. Wenn man sich den einen oder anderen Herren anguckt, dann merkt man, es ist auch nötig, fragt sich aber, warum dagegen nichts unternommen wird. Deshalb dachte ich an das Thema und ich meine, das wird ja jetzt auch immer mehr diskutiert in den Medien. Wirklich? Ja, wirklich, tatsächlich. Und ich meine, in Berlin wird das Thema Männer-BH in den Medien thematisiert, ja. Immer mehr. Ja, gerade wir sind dafür auch nochmal zuständig. Und auch das Thema Wattestäbchen ist ja ein gesellschaftlich relevantes Thema. Wattestäbchen, wie stehen Sie dazu? Wir sind dafür. Dafür, für Wattestäbchen. Auch dafür, die in den Gehörgang einzuführen? Ich glaube, das ist ungesund, aber es gibt natürlich Leute, die Spaß dabei empfinden. Insofern sollte man ihnen das nicht verbieten. Wir sind gut, dann bei den Grünen, die praktisch alles verbieten wollen. Wussten Ihre Zuschauer das, dass die Grünen alles verbieten? Von Fleisch, Wattestäbchen, Elektroautos, alles. Nee, aber es freut uns sehr, dass Sie uns darüber in Kenntnis gesetzt haben. Ich meine, die Partei ist für Aufklärung zuständig, für Transparenz. Genau wie wir von der Jugendredaktion Digger. Und deshalb danke ich Martin Sonneborn ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Interview. Schon vorbei? Schon vorbei. Sollte ja nur kurz sein. Sie haben ja wenig Zeit. Das stimmt. Tschüss draußen an den Geräten. Digger, die elektronische Schülerzeitung.